Das ist bei Leuten wie mir, bei so einem Faltenwauzi wie mir, musst du hinten so die Stellschraube nachstellen, damit die Falten also, sich wieder wegziehen. So. Genau. Ah, da bin ich wieder. Haben Sie sich liften lassen? Nein, ich habe einen Stellschraubenschlüssel. DAW-Versteher, dein Podcast im Recording-Blog mit Björn und Jonas. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe, zur neuen Folge DAW-Versteher, der Recording-Blog-Podcast. Hier für natürlich. Alle, die uns bei YouTube zuschauen, auf meiner Brust zu finden, für alle, die uns zuhören, ihr müsst es einfach glauben. Genau, die lebendige Litfaßsäule von Münster. Ich begrüße ganz herzlich hier bei mir im Studio, im schönen Storia Mastering Studio, begrüße ich den lieben Jonas. Schön, dass du da bist. Und ich freue mich, dass ich endlich wieder in den Räumlichkeiten einer echten Legende sein darf, denn Björn Schlüter ist ja mittlerweile so... Das ist, es gibt ja so Sachen, da merkt man sich so Zusammenhänge irgendwie. Und wenn man zum Beispiel Tempo sagt, dann denkt man ja normalerweise an Taschentücher zum Beispiel. Also jetzt nicht an schnell laufende Läufer, sondern an Taschentücher oder Ariel ist ein Waschmittel oder sonst was irgendwie. Und bei Björn Schlüter denkt man mittlerweile auch, das ist quasi Synonym für gutes Mastering, für gute Unterhaltung. Deswegen freue ich mich heute wieder hier sein zu dürfen im schönen Storia Mastering Studio im legendären Holtwig bei Björn the Legend Schlüter. Hey. Also ich weiß noch nicht, was du verbrochen hast oder was welches Attentat du noch auf mich vorhast heute. Irgendwas gut passieren. Ja, also das, ich muss mal drüber nachdenken. Hast du mir irgendwas versprochen, woran du dich nicht gehalten hast oder so? Gut. Ich bin auf jeden Fall nicht in deinen Gefilden gewildert, sagen wir mal so. Das ist gut. Obwohl, letztendlich sind wir ja beide in gleichen Gefilden. Und du hast Quarkbällchen mitgebracht. Und ich habe mich wieder mal mit Quarkbällchen bei dir eingeschleimt. Ja. Dafür revanchierst du dich mit fantastischem Kaffee hier. Aber wir haben ja gerade schon ein bisschen gequatscht in Vorbereitung dieses Podcastes. Verständlich. Dass du viel zu tun hast. Ah, absolut. Das total ist doch genial. Das ist doch total schön. Hast du mehr im Mastering-Bereich zu tun oder hast du mehr als musikalischer Leiter von deinen Orchestern zu tun oder ist es im Moment die Melange? Ja, also ich sag mal, diese Zeit jetzt, in der wir uns ja befinden, ne, tatsächlich, apropos, schöner erster Advent, ne, für alle, die uns hören. Oh ja, heute tatsächlich, ist heute Advent. Ist der erste Advent, genau. Genau, und diese Zeit ist natürlich... Nicht mal Dezember. Ja, genau. Diese Zeit ist natürlich gerade dann so in diesem ganzen Musik, besonders Orchesterbereich natürlich super voll und super beliebt. Und das stimmt, aber du treibst dich ja jetzt nicht so, standardmäßig, ne? Nur in unterkühlten, nicht geheizten Kirchen rum. Nee, tatsächlich werde ich das nur einmal tun, nämlich nächstes Wochenende. aber danach werde ich mich in beheizten Stadthallen und sowas aufhalten. Da freue ich was mich. Was besser ist. Ich freue mich auf jeden Fall auf beides natürlich. Ja. Auch auf die kalte Kirche. Es ist nämlich eine sehr schöne Kirche, in der ich spielen werde. Für alle, die uns zuhören, aus dem Süden in der Klosterkirche in Brombach. Brombach, das ist grob bei Würzburg, Wertheim, irgendwo da unten in die Ecke. Okay, klingt spannend. Da habe ich die Ehre, am kommenden Sonntag, also am zweiten Advent, ein Konzert in einer Kirche spielen zu dürfen. Mhm. Aber genau, also viel zu tun, was Orchester und sowas angeht, auf jeden Fall. Aber momentan auch sehr, sehr viel zu tun im Produktionsbereich, also im Mastering-Bereich für mich. Das klingt jetzt so, als wenn das sonst nicht der Fall wäre. Das ist einfach jetzt noch mehr. Genau, sonst sitze ich hier immer und warte, dass endlich mal einer anruft. Ja. Nee, natürlich nicht. Aber momentan ist wirklich super, super viel. Tatsächlich kamen jetzt auch noch ein paar spontane Sachen rein. Das finde ich... Surprise gegen Ende des Jahres. Genau. Ne? Mensch, wir haben doch da noch so einen Weihnachtssong. Der müsste hier dann mal eventuell veröffentlicht werden. Wann ist hier nochmal dieses Weihnachten? 24. Genau. Dezember. Ach, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Genau. Das ist, ja, wie das immer so ist. Aber daraus haben sich jetzt auch interessante neue Connections für mich sozusagen ergeben. Ist auch immer spannend. Ne? Networking. Also, genau, ich liebe natürlich irgendwie meine Stammkunden, für die ich irgendwie jetzt schon jahrelang arbeite. Das macht super viel Spaß. Aber gerade wenn man dann auch mal so neue Leute kennenlernt, die als Produzenten in vielleicht mal so ein bisschen anderen Bereichen dann auch wieder unterwegs sind oder aus einem anderen Land kommen. Ja, ich habe jetzt für einen Produzenten aus Italien einiges gemacht zum Beispiel. Das ist dann ganz spannend. Irgendwie, ja, dann wieder so die Art und Weise, wie er Musik interpretiert, wie Musik gemischt wird. Und dann hat ja auch jeder, und das ist ja für mich dann das große Ding, jeder hat ja einen anderen Wunsch vom Mastering so ein bisschen, ne? Ja. Oder eine andere Idee, was passiert jetzt eigentlich noch? Der eine sagt,
der Mix, der klingt ja, das Master klingt ja genau wie der Mix, wo ich immer denke, ja, gut, oder? Ist ein Kompliment für dich selber. Ist doch super, ne? ja, ich hatte jetzt aber gedacht, nee, wo ich, deswegen, also ist immer so ein bisschen schwierig, da die Balance zu halten, weil der eine andere Erwartungshaltung hat wie der andere. Oh, welche Erwartungshaltung könnt ihr denn haben, dass wir den Song nochmal komplett verbieten? Natürlich, alles reparieren, 10 Instanzen, Isotope Master Rebalance drauf. Repair Assistance habe ich jetzt kennengelernt. Oha. Sehr spannend. Hast du schon das neue RX eigentlich? Ja, ich tatsächlich im Black Friday Deal zugeschlagen und ich habe das RX9 auf RX10 upgedatet. Ich hatte mir vorher schon die Demo besorgt. Ja. Die hatte ich dann auch schon in einer Produktion benutzt, um mal herauszufinden, ob ich das überhaupt brauchen kann. Und erfreulicherweise durfte ich das dann auch 30 Tage kostenlos benutzen. Das ist ja heute auch der krasse Podcast nach Black Friday, ne? Ja, wir sind ja im Cyber Weekend, wie man so schön sagt. Hm. Ne? Es geht ja noch bis Cyber Monday. Ach so. Und ja, das ist also noch lange nicht vorbei. Einige machen ja auch Black November. Ja, und der Nachschwinger geht ja dann quasi mindestens bis Nikolaus. Und dann wundern sich die Einzelhändler immer, warum sie im Weihnachtsgeschäft nichts umgesetzt haben. Ja klar, weil sie vorher alles im Black Friday rausgehauen haben. Aber unabhängig davon, ich bin tatsächlich da auf RX10 umgestiegen und habe dann jetzt aber eine Aufnahme gehabt tatsächlich, die nicht gelungen war. Es war eine On-Location-Produktion und mit Headsets, die wir hier auch aufhaben, und die waren einfach ein bisschen zu nah am Mund dran. Und dann haben die extrem, ich habe eine Übersteuerung gesehen, aber es war, also ich habe mir die Wellenform angeguckt und die war auch irgendwie kaputt und übersteuert, aber es war eben nicht digitales Clipping. Ich weiß nicht, was das für ein Clipping war, ob das in der Kapsel direkt drin war oder der Preamp-Übersteuer, keine Ahnung, es war auf jeden Fall nicht, es war nicht leicht rauszukriegen. Dann waren Atemgeräusche, aber nicht eben nur Atmen, sondern richtig Pusten drin und Plosivlaute und Sachwatt war also alles. Also die Kapsel halb im Mund. Ja, so ungefähr, gefühlt. Da, wo sie bei Michael Jackson immer war, hier vorne direkt vor dem Mund, ist aber bei einer Kugel wie dem DPA jetzt nicht der richtige Ort. Stimmt, ja. Die gehört hier an die Seite, an die Wange. Und da habe ich dann da tatsächlich erst so einzelne Sachen ausprobiert und habe dann oben rechts in der Ecke Repair Assistant gelesen. Okay, alles klar. Dann habe ich da drauf geklickt. Es war eine Podcast-Produktion. Und dann hat er erstmal gerechnet. Bin den Kaffee trinken gegangen, auch noch was anderes gemacht irgendwie. Dann hat der stumpf irgendwie über eine Stunde gerechnet, bis der herausgekriegt hat, was da alles am Bach war. Also klar, kann ja auch sein, dass mein Rechner so lahm ist, aber der hat wirklich lange gerechnet. Für wie viel Zeit war das? Also die Aufnahme, wie lang? 80 Minuten. Achso, 80 Minuten und er hat 60 Minuten ungefähr gerechnet. Ja, also schon so nahezu 1:1. Dann habe ich das da reingerechnet, habe das dann verworfen, habe es dann von Hand gemacht. Ja, schön. Ja, es ist mittlerweile, wenn du so eine misslungene Aufnahme hast, gerade im Bereich Podcast, also jetzt nicht unsere Aufnahmen, sondern generell, wenn du andere Podcasts mischst, das sind halt keine Aufnahmeprofis, da kann halt immer was schief gehen. Und ich stelle fest, dass bei mir beim Mix von Podcasts die meiste Zeit eigentlich, dass ich die mit RX verbringe, um die Aufnahmen einigermaßen hinzukriegen, entweder Räume rauszurechnen, Schmatzer mache ich on the fly, das ist direkt im Kanalzug, aber Geräusche rausrechnen irgendwie, dann war es in diesem Fall jetzt noch so, dass da auch noch Umgebungsgeräusche dabei waren, die ich weniger haben wollte und so weiter, weil die Sprache einfach, das Verhältnis zwischen Sprache und Umgebungsgeräusche war schon nicht mehr adäquat, und da ist RX natürlich mittlerweile in Version 10. Also Bombe. Ich habe noch nicht geupdatet bisher, aber ich werde es vermutlich schon getan haben, wenn Sie, liebe Zuschauer und Hörerinnen, wenn Sie das sehen und hören, dann habe ich wahrscheinlich das Update schon gemacht. Ja. Aber auch lohnt sich definitiv. Ich habe vor kurzem mal eine Funktion zum ersten Mal benutzt, tatsächlich bei RX. Und zwar gibt es ja die Möglichkeit, quasi über Auslöschung Sachen aus dem Audio rauszurechnen. In dem Fall ging es um einen Klick. Ja. Der Klick war über einen Kopfhörer an einem Pianist war ein akustisches Klavier ganz normal. Der saß halt da dran und der Klick war halt sehr laut und das Klavier war ganz soft, ganz leise gespielt. Okay. Ja. Wahrscheinlich noch einen Kopfhörer aufgehabt. Ja, das weiß ich nicht. Ja. Klingt fast so, ja. Aber auf jeden Fall ganz, ganz leises Klavier, auch nicht mit viel Pegel aufgenommen. Mhm. Und dann im Master ist es dann richtig hochgekommen, weil es eben für eine Installation ist, dieser Sound. Mhm. Also für eine Outdoor-Installation. Dann hat er die wahrscheinlich auf ein fertiges Video gespielt? Oder warum musste er den Klick arbeiten? Ja, quasi, genau. Es ging um Timecode irgendwie. Ja. Und dann habe ich von ihm mir den Klick angefordert als Audiodatei und die konnte ich dann bei RX reinladen und er hat dann da musste man wirklich nur so ein ganz kleines bisschen Threshold oder was da heißt oder Range oder so bisschen machen und da ging es wirklich nur um das Intro, nachher kam dann Schlagzeug dazu und Streicher, da war das weg, genau. Aber so die ersten
Ja, waren so 8 Takte oder so. Da waren wirklich nur so. Ja, das war ein bisschen unpassend. Dog, dog, dog. Genau. Yeah. Dog. Und das dann auf dieses wunderschöne akustische Piano. Ach, wie schade, ja. Wie schade. Ja, aber dass es da so Tools gibt und wie gesagt, die RX Klasse. Suite, wir Klasse. Sprechen ja jedes Mieter darüber. Version 10, ich hätte nicht gedacht, dass die Version 10 nochmal so viel besser performt als Version 9, wobei Version 9 im Vergleich zu 8 und 7 und 6 schon okay war irgendwie. Aber zwischen 9 und 8, nee, stopp mal, 9 und 7 hatte ich, 8 habe ich ausgelassen. Ja. Ich fand, zwischen 9 und 7 war der Unterschied gar nicht so riesig. Zumindest jetzt in den Tools, die ich benutze. Ne? Ja, das stimmt. Die sahen auch sehr ähnlich aus. Mhm. Aber wie gesagt, in 10 habe ich jetzt den Eindruck gehabt, dass da nochmal eine Schippe draufgelegt wurde. Und deswegen war es für mich legitim. Ich bin jetzt auch Advanced-Kunde. Das heißt, ich habe jetzt auch Zugriff auf alles. Ja. Tatsächlich, ich habe im Black Friday jetzt diesen Deal da auch genutzt. Also ich habe mich sukzessive von Version 6 Elements hochgearbeitet auf Version 10 Advanced. Und jetzt sollten die Updates ja demnächst auch nicht mehr so teuer sein. Wobei ich... Ja, abwarten. Ja, genau, abwarten, was sie da jetzt noch als. Also für mich müssten sie jetzt für Version 11 schon ein echtes Highlight reinbauen, ja. Weil sonst gibt es eigentlich keinen Grund. Also ein Überspringen zwischendurch kannst du bei Software oft machen, ne? Ja. Kommt halt immer drauf an. Manchmal gibt es ja wirklich Funktionen, die dann implementieren, wo man denkt, boah, genau das ist jetzt der Knaller. Das irgendwie, macht ne? Apple ja sehr gerne. Ne? Ja. Ja, das ist wirklich ganz perfide, was die wirklich machen bei Apple. Denn die bauen dann eine neue Funktion ein. Sagen wir mal in Logic Version, wir haben jetzt gerade 7.5. Ne? Mhm. Und sagen wir mal, du hast noch Version 6 auf deinem alten Apple. Und dann kommt Version 7 raus. Da ist dann irgendein Highlight-Feature drin, sonst was irgendwie. Und dann willst du updaten. Und dann musst du aber das neue Betriebssystem dafür aufspielen. Also sagen wir mal, du bist bei OS X 12 und dann sagen die aber, ja, dafür brauchst du dann aber wenigstens OS X 13. Klammern in dem Zuge dann aber alte Geräte aus, die nicht mehr auf 13 updaten dürfen. Das heißt, wenn du Version 7 Logic haben wollen würdest, musst du einen neuen Rechner haben. Oder über Umwege, die es auch mittlerweile gibt, das neue Betriebssystem. Ich immer höre, bei Logic, da musst du ja nie Updates kaufen. Das ist ja total toll. Ja, aber wenn ich mir alle 2 Jahre einen neuen Mac kaufen muss. Ja, sagen wir so, bei Logic ist es nicht so schlimm. Bei Final Cut, also die Schnittsoftware, mit der ich Videos schneide, ist es tatsächlich jetzt zweimal gewesen, dass ich wirklich ein Betriebssystem-Update machen musste, um die neue Funktion nutzen zu können. Ja, okay. Was eigentlich nicht wirklich plausibel ist, aber... Nee, wenn du ein stabiles System hast, nicht. Das geschenkt. Aber apropos umziehen, wir sind jetzt knapp 10 Minuten dran und jetzt gibt es eine kleine Nachricht für alle, die uns bei YouTube auf dem Recording-Blog zuschauen. Das ist jetzt nur eine kleine Information, kleiner Tusch. Wir ziehen nämlich jetzt um. In diesem Moment ist nämlich dieses Video jetzt gleich hier zu Ende bei recordingblog.de. Wenn du den Rest vom Podcast auch noch sehen und hören möchtest, dann zieh bitte jetzt schnell direkt um auf den neuen Kanal DAW-Versteher Podcast. Den blende ich hier ein, kannst du rübergehen, direkt abonnieren, dann verpasst du auch keine weitere Folge. Alle anderen, die uns schon auf dem DAW-Versteher Podcast-Kanal bei YouTube zuschauen oder natürlich bei Spotify und so weiter. Für euch ändert sich rein gar nichts. Das heißt, wir verabschieden uns jetzt an dieser Stelle auf dem recordingblog.de und hoffen, dass wir uns dann gleich weitersehen hier bei dem Wir haben noch richtig neuen heiße Kanal. Themen. Wir haben richtig heiße Themen. Den Shit noch zu erzählen, ja. Da sehen wir uns gleich. Und jetzt geht's endlich weiter. Umziehen. Also du hast RX...